Aha. Der Gizmo, also, der hält uns noch davon auf, die Dole und den Kaffee zu überleben. Aber ich habe da schon so eine Idee, wie wir den Lieben von der Goal wegbekommen. Nämlich genauso. Was riecht denn hier so komisch? Oh, Feuer! Das Rathaus brennt! Brandschutzmodus aktiviert! Feuer! Landmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Na, ich hoffe doch nicht. Oh, ja, gleich mal den Doktor einsperren, ich meine den Feuerwehrmann, ich meine den Polizisten. Oh, ein Mikrofon. Oh, das können wir tatsächlich mitnehmen. Wofür wir das wohl noch brauchen? Ein Stethoskop. Dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Hilf. Er kommt zurück. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Wo Seite. war ich stehen geblieben? Ach ja. Dass du zu versteift bist, Medizinmodus aktiviert. uns den Kaffee Dr. Gizmo zu zu reichen Ihren zu geben. Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Die Wo ist denn jetzt Gizmo geht mir auf den Kranz. Das ist doch nicht. Lieber lassen Sie mir den Doktor. Polizeimodus aktiviert. Alter. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Niemand verlässt den Tatort. Also können wir jetzt auch nicht gehen. Hier sind wir jetzt weg. An den Türknopf kommen wir nicht mehr ran. Hier sind wir eingesperrt. Ich kann mich auch gerade nicht bewegen. Ich kann. Niemand verlässt den Tatort. Ah, okay. Ja, jetzt kann ich mich wieder bewegen. War kurz eingefroren. Die Gold untersuchen. Ja. Ich kann das Menü nicht öffnen. Ich kann dem Gizmo das Stethoskop zurückgeben. Definitiv werde ich das nicht tun. Ich kann dem Wenzel das Stethoskop geben. Gizmo würde denken, Wenzel hätte das Stethoskop geklaut. Aber wie sollte ich es ihm Das unbemerkt klingt nach einem Plan. Es ist fast so groß wie er selbst. Dem Gizmo das geben. Niemals. Niemand verlässt den Tatort. Okay. Bürgermeister Lothek, Tasche. Oh, aber hoppala. Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lothek. Vergessen Sie das nie. So, das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Corpus Delicti. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lothek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem okay. gefeuert. Ja, während die dann noch sich gegenseitig feuern und verhaften. Sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten helfen, wenn sie erst einmal wach ist. Während die noch beschäftigt sind, gehen wir hier mal dieses. Da brauchen wir den Trichter. Und ganz schnell mal hier. Kika, Kika, Kaffee, Espresso, ganz viel Energie zum Wachwerden.
Jo. Ich? Was? Wo? Wer war das? Ich? Ich war das. Jo. Alles okay bei dir? Ich fürchte nein. Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Du bist nicht ganz klar im Kopf. Ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt leicht da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Kopfkratz. Wir müssen sie überstrapazieren. Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ach komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? Ritzel, Fitzel, Britzel? Cool. Wugel, Wugel? Basel, Fasel, nimm, nimm, nimm. Sie reagiert also. Mammelframs? Bim für die Bum, klopp, klopp. Wahnsinnig tolle Dialoge. Hallo? Jemand zu Hause? Haus, 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 Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Tja. Cole, ich bin's, dein Retter. Bisse, 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 Putz. Nein, Rufus. Oh. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Komm zu dir. Schupp, schupp, schupp. Kartoffelschupp. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Ja, oder auch nicht. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plemplem. Plem, plem, tatterettet. Was habe ich auch erwartet, dass sie mich so passt sie doch am besten zu Rufus. Elysium. Wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium? Ja, du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh, du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin. Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang also nicht sehr viel für dich geleistet. Versuchen, mich zu finden. Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Okay. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte. Ach, Rufus. Kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Schon wieder im Koma. Aber. Das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein?
Ja, dann suchen wir wohl mal nach dem Cletus. Der hängt nicht zufällig hier im Baum. Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. So ungefähr. Dafür brauche ich nur mein gutes Aussehen und meine Gentleman-Manieren. Aber ich behalte das mal als Plan B im Hinterkopf. Oh, kleines Erdbeben. Narkotik. Dafür brauche ich nur mein gutes Aber ich das behalte. Doch, das geht auf, das wird doch nichts. Mit Gizmo können wir nicht reden. Hey, was treibst du da? Ich dachte, ich darf garantiert kurz mal an ihrem Hebel ziehen. Guter Witz. Aber nein! Na dann machen wir uns mal wieder zurück in die Gasse. Auf den Weg zurück nach Kuwak. Wo wir die nächsten Parts wieder hängen bleiben. Ach je. Da muss doch erstmal eine Kneipe. Ein Bier bitte, Lonzo. Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Naja, ganz bestimmt nicht. Weißt du, ist grad schlecht. Ich komm später, okay? Ja gut, kein Bier für Rufus. Ist ja auch noch vor vier. Kein Bier für Rufus vor vier. Ja, wären wir wieder hier. Der Ort, von dem wir eigentlich davon kommen wollen. So, Toni in den Laden. Tja, ich hab ganz schön was durchgemacht. Ja, wenn du dich nicht ständig verletzen würdest, hätte ich überhaupt keine Freude mehr im Leben. Für den Fall, dass es wieder passiert, weißt du ja, wo unsere Hausapotheke ist. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sie nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich muss weg. Aber... Tja, das hatten wir glaube ich schon. Den Kaffee haben wir ja schon zubereitet. Jetzt, wo der Wenzel ja nicht mehr... Oder vielleicht ist das doch wieder. Wo der nicht mehr... in seiner Wohnung ist. Können wir mal in sein Haus einbrechen. Und da mal nachschauen. Vielleicht können wir da jetzt Neues erreichen. Sieht nicht so aus. Immer noch die alte Quelle hier. Tja, ja. Nichts Neues hier. Da schaue ich mal zum Rathaus. Vielleicht gibt es da Neuigkeiten. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Oh. Sie haben einen Notfall zu melden. Gizmo ist jetzt ja, da. Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Rufus? Ja? Gehen Sie bitte umgehend aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Aber es geht hier um meine Rechte als Ex-Freund. Der Telefonist in der Zentrale ist gestresst genug. Ich glaube, der ist noch nicht gestresst genug. Den müssen wir noch ein bisschen stressen. Da müssen wir mal uns drum kümmern. Der Telefonist in der Zentrale. Ich sagte, weg da! Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Die Uhr am Öffnungsschild, ja. Öffnungszeiten. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Hier fehlt eine Uhr.
Eine Uhr. Eine Uhr haben wir zufällig nicht. Oder? Eine Uhr. Wo finden wir denn hier eine Uhr? Das ist doch das. Ich habe lange genug gewartet. Jetzt heißt es Nägel mit Köpfen machen. Wofür ich alle Zeit der Welt habe. Naja. Eine Uhr. Ja, puh. Wo gibt es in Deponia denn hier eine Uhr? Diese Technik ist voll